Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in diesem Video geht es um die Raubtierfütterung und ich sitze jetzt gerade hier schon im Garten und sammle ein bisschen was für die Degus an Frischfutter. Und zwar sammle ich Gänseblümchen, schaue auch nochmal, ob ich Löwenzahn finde und werde noch ein bisschen Gras mit einsammeln. So, das ist jetzt eine gute Menge und jetzt können wir mal wieder reingehen und die Fütterung anfangen. Ja, dann fangen wir mal an mit der Raubtierfütterung. Und zwar werde ich hier erstmal bei May und Julie anfangen. Und da werde ich erstmal den Käfig aufmachen, dann warten die da schon. Da unten ganz lieb. Ja, das ist genau das, was ich haben möchte. Das Laufrad kommt nämlich jetzt raus. Wie jeden Abend. Das hatten die jetzt den ganzen Tag. Und das kommt dann erstmal wieder raus. Ja, sehr neugierig wie immer. Der zweiten Seite quasi widmen, wo die ganzen Näpfe drin stehen. Wir haben hier Gott sei Dank unser Dachfenster. Da habe ich hier mir so eine Halterung gebaut, dass ich das hier einfach rüber hänge. Dann bleibt hier die Klappe auf. Und auch hier schon wieder wie verrückt. Dann kann ich hier erstmal die Näpfe rausnehmen. Die sind eigentlich noch ganz gut voll. Das werde ich auch nicht alles wegschmeißen. Das hier werde ich schon eher wegschmeißen, wenn da eh alles voll mit deren Streu ist. Stroh haben sie auch noch genug drin. Heu ist eigentlich auch noch genug drin. Das ist jetzt allerdings schon 2 Tage drin. Deshalb nehme ich das einmal raus. Das Wasser noch raus. Der wird sich wieder miteinander beschäftigt. Damit ich hier draußen nicht immer so viel Müll mache, stelle ich den Eimer hier rein und schmeiße dann einfach. Das lasse ich jetzt auch offen. Jetzt muss ich die hier ablenken, weil sonst kriege ich niemals das Laufrad. Ich mache hier mal beide Seiten auf. Bei denen ist meistens auch ein bisschen mehr zu tun. Bei den beiden Rackern, ne? Also ich achte jetzt nicht darauf, dass ich jetzt mit der Hand die mir wasche, bevor ich zu denen gehe. Die schnuppern zwar hier gerne dran, aber die sind halt friedlich. Und ganz im Gegenteil heißt jetzt die Hand, die nach der anderen Gruppe riecht, ja eigentlich Futter, weil sie meistens halt dann auch Körnchen kriegen, wenn ich hier aufmache. Deswegen ist das eigentlich immer ganz entspannt. Genau, und jetzt kann ich das Laufrad hier rausnehmen. Das ist immer etwas schwierig mit einer Hand. Noch dazu, weil meistens kriege ich auch direkt Gesellschaft. So, einmal raus und dann schnell zu. Das war nix. Jetzt sitzen die beiden schon wieder hier. Aber das macht nichts, weil ich sie dann einfange und einfach oben reinsetze. Klappt manchmal mehr und manchmal weniger gut. Manchmal muss man auch ein bisschen schnell sein. Deshalb muss ich sie auch immer austricksen, indem ich oben aufmache. Genau, dann kommt auch das Laufrad jetzt hier weg. Ja. Und dann müssen wir da oben noch mal aufräumen. Die Näpfe nehme ich immer erstmal raus. Dann nehme ich die mir mit rüber. Die Trinknäpfe wasche ich immer aus. Da ist meistens auch immer irgendwas drin. Stroh, Heu. Die habe ich nur heute schon mal sauber gemacht. Deswegen sehen die noch so gut aus. Auch die haben im Moment Stroh noch gut drin. Das mache ich meistens nochmal so zusammen, wobei die auch mittlerweile nur im Heu schlafen.
Sieht man hier, das muss aber heute auch mal neu, damit ich wenig kleckere. Kommt hier auch der Eimer rein. Und dann wird hier schön reingeschaufelt. Und dann geht es nochmal los, dass wir hier die Leitern richten und nochmal hier wieder Einstreu drauf machen auf die Ebenen, weil sie die ja immer runter. Und meistens liegt auch die Hälfte des Einstreus dann unten. Das muss ich auch nochmal hochholen. Das wird jetzt auch wieder schwierig. Erstmal brauche ich dafür noch ein Behältnis. So, ich habe mir jetzt das Kerblech geholt. Das Problem ist, dass die Mausis hier natürlich alle wieder direkt hoch rumlaufen. Die setze ich jetzt wieder hoch. Das ist immer so ein Endlosspiel. Dann nehme ich hier so ein Kerblech und schütte das hier oben rein. Währenddessen muss ich wieder unten aufpassen, dass da keiner rausgeht. So wie Juni. Ja, das Essen ist auch nur so halb gut. Ich sortiere das nicht großartig. Dann kommt es leider weg. Genau. Meistens lasse ich hier auch offen. Weil im schlimmsten Fall springt Juni raus, runter. Dann muss ich sie halt wieder einsammeln. Wenn die Türen so weggeklappt sind, klappt das eigentlich auch ganz gut. Aber da ich ja wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen werde, weil ich euch heute mitnehme, dann nur eine Hand habe, werde ich, denke ich mal, die beiden nochmal einsperren. Weil ich habe halt einfach keine Lust, die eine halbe Stunde zu suchen. Weil die ja doch immer dann abhauen. Und vor allem auch nicht freiwillig wiederkommen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie ich die überhaupt reinbekomme. Aber im schlimmsten Fall kenne ich da immer eine Möglichkeit. Dann kriegen die nämlich ein Nickerchen und dann gehen sie rein. Weil das müssen sie ja jetzt verbuddeln. So, jetzt sind wir hier in meinem Futterreich. Die Näpfe bleiben immer in der Kombination, also die tausche ich jetzt nicht zwischen den Lego-Gruppen. Wir wollen sie auch nicht vergesellschaften. Ich mache hier nur Mace und Julies Napf, dass ich da wieder aufteile, wenn ich noch was drinnen gelassen habe. Und ja, mehr mache ich auch nicht. Die Napfwahl ist im Moment so, dass April und June fressen ganz gut aus dem gleichen Napf. Da ist auch jetzt, da sie den großen Napf haben, nicht mehr viel Futterneid. Da kommt jeder zum Zug. Und bei Julie und May haben wir zwei Näpfe im Moment, damit die doch noch sehr unterlegen Julie auch immer ihr Futter kriegen kann. Ja, von meinen verschiedenen Futtermischungen, die ich hier habe, versuche ich immer so drei verschiedene reinzumachen, damit sie da genug Abwechslung haben. Meistens eine körnerhaltige und zwei irgendwie mit Blättern oder Blüten. Ja, und dann natürlich noch unser Gepflücktes. Da werde ich jetzt auch das so ein bisschen verteilen, dass in jedem Napf was ist. Das werden sie wahrscheinlich wieder sehr gerne fressen. Bei May und Julie geht das ziemlich einfach. Da kann ich das immer einfach auf die Näpfe verteilen. Bei April und June muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil April doch dann immer ganz gerne alles alleine frisst. Also da werde ich dann gleich noch welche aus dem Napf wegverteilen, dass ich das an andere Stellen des Käfiges lege.
damit Juni auch später noch ein bisschen was davon bekommt. So. Ja, die sind jetzt fertig. Die nehme ich jetzt mit rüber und dann mache ich erstmal die Trinknäpfe. Ja, da die Trinknäpfe relativ sauber sind, kann ich sie dieses Mal tatsächlich einfach ins Waschbecken kippen. Wenn die ein bisschen voller sind mit Streu, dann kippe ich das immer ins Klo. Danach werde ich die ausspülen und wieder auffüllen. Immer so, dass ich sie noch rübertragen kann, dass nichts verschüttet ist, aber dass halt wirklich der Napf voll ist. Ja, das werde ich jetzt erstmal machen. Nichts Spektakuläres. Ja, jetzt habe ich hier alles fertig und die warten auch alle schon sehnsüchtig. Die zwei da unten, die anderen auf der anderen Seite, ist auch nicht viel besser. Und jetzt stellen wir hier mal das Trinken rein. In der Regel trinken sie auch gleich, ja. Gut, das Trinken wurde, glaube ich, jetzt noch nicht so erwartet. Ja, da wird sich nochmal geschubbert, weil die Nase nämlich doch schon wieder am Trinken war. Und dann stellen wir hier mal die beiden Näpfe rein. Julie hat sich, glaube ich, jetzt schon wieder irgendwas geholt. Wahrscheinlich eine Blume, gehe ich stark von aus. Weil die Gänseblümchen mögen die echt gerne. Und die werden jetzt auch erst als erstes wegschnabuliert. So, jetzt kriegen die auch noch eine gute Handvoll Heu neu rein. Im Moment mache ich nicht sehr viel, weil wenn die Fressnäpfe voll sind, noch dazu auch mit Gräsern, dann brauchen die halt nicht so viel Heu. Kriegen immer so eine Hand. Und wenn es morgens leer ist, dann kriegen wir halt noch mal eine Hand nach. Da ist man ja relativ frei. Genau, dann kann ich hier wieder zumachen. Kann ich hier meine Vorrichtung lösen. Weil die fressen jetzt sowieso erstmal in der nächsten halben Stunde, sag ich mal, sind sie damit beschäftigt. Und hier wird auch schon gewartet. Muss immer aufpassen, dass die mir nicht direkt rausspringen. Das mögen sie nämlich auch manchmal ganz gerne. So, da kriegen die jetzt auch erstmal ihr Wasser reingestellt. Mal schauen, ob die rangehen. Wahrscheinlich sind die zu aufgeregt. Meistens muss ich erst wieder zumachen, bis die überhaupt reagieren. Weil es könnte ja jetzt nochmal was Spannendes passieren. Sie könnten ja gegebenenfalls nochmal rausgelassen werden. Oder. Schauen wir mal, ob denen das Fressen schon zusagt. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann nehme ich jetzt nochmal so ein bisschen was raus und lege das einfach hier an den Trinknapf. Juni ist mir gerade entgegengesprungen. Das machen die auch ganz gerne. Das kann ich euch mal zeigen. Also ich stehe jetzt hier einfach. Schwupp. Die möchte halt immer gerne auf den Käfig. Das lassen wir jetzt aber mal nicht zu. Die sollen nämlich eigentlich jetzt auch fressen. Auch die kriegen nochmal eine gute Hand Heu. Eigentlich sollen sie da ja noch nicht drin schlafen. Mal schauen, wahrscheinlich werden sie es aber wieder tun. Wichtig ist nur, dass die frisches Heu haben. April hat sich jetzt schon wieder ein, zwei Blumen gegönnt. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch zumachen und alle reinkriegen. Dann werden die auch gleich fressen, das kann ich euch gerne zeigen. Zum Zumachen musst du da weggehen. So, April hat sich jetzt auch schon wieder mit ihrem Schicksal abgefunden. Juni setze ich am besten ganz oben auf die Ebene. Da habe ich nämlich ein bisschen Zeit, hier wenigstens zuzumachen. Und wenn sie jetzt weiß, dass jetzt zu ist, wird sie auch gleich fressen. Das ist halt typisch. Raus ist vorfressen. Aber zack, werden hier die Gänseblümchen sich einverleibt. Ja, während die jetzt fressen, sage ich euch schon mal, was im nächsten Video dran kommt. Da zeige ich euch mal die neuen Ausläufe. Zwei Gruppen heißt jetzt auch zwei Ausläufe. Und ja, die zeige ich euch im nächsten Video. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!